Wir sind hier bei Minecraft und wollen jetzt in die Minen fahren mit unserem coolen Minecart. Stimmt, Zoe? Auf jeden. Ich bin schon mal drin. Komm zurück zu Kirby's Fun Pack. Was? Ich dachte, wir spielen Minecraft. Das war nur ein Scherz. Oh, die ganzen dicken Dinger. Gaff. Oh Gott, wir schaffen es nicht. Gaff. Hui. Episch. Yeah. Du kannst gerne wieder zurückfahren. Was soll zurück? Warum sollte man zurückfahren? Okay, wollen? Und jetzt geht's los. Jetzt kommt der Albtraum. Wieso? Ach, so ein Bosskampfturm oder wie? In diesem Turm werden wir, ich sag mal, 3 Parts brauchen mindestens. Allein dieser Turm. Echt? Ja. Warum das denn? Wer baut denn so einen riesen Turm hier mitten in die Pampa? Das ist denn, jetzt kommt nämlich der Teil, wo ich gerade eben gesagt habe. Das ist der schlimmste Teil der ganzen Schatzsuche. Nochmal schnell gestartet mit einer Maxi-Tomate. Also bist du wirklich bereit dafür? Na, aber sichi. Okay, gut. Dann weiß ich, dass ich nicht allein bin in diesem Ort des Todes. Hey, hier sind Glocken. Kann man nicht klingeln? Nee. Was, Glocken? Das war Kuchen. Ach, das war Kuchen. Das Warum hängt Kuchen an der Decke? Das ist Kirby, frag mich. Guck mal, da sind Zwiebeln. Nee, das sind Pfirsich, oder? Oder eine Zwiebel. Pfirsich? Ja, gut, würde mehr passen irgendwie, ne? Warte. Boah. Ich schlag das Essen, hast du gesehen? Ich schneide das schon mal vor. Hier. Oh Gott, das ist nämlich so ein Labyrinth hier. Man weiß nie, wo man zuerst hin muss. Und wir brauchen auf jeden Fall verschiedene Fähigkeiten. Truhe! Fuhr, Alter, Terrorblade. So, und jetzt hast du deine echte Schatzsuche, weil du dich ja im letzten Part so beschwert hattest. Das war alles so auf einmal, das war voll dumm. Okay, aber wenn jetzt hier alles so durcheinander ist... Ich trau mich, aber... Nein! Es ist Unicorns Horn! Na klar. Vom letzten Einhorn. Quasi. Wir haben das einfach abgeschnitten. Sehr geil, ja, rat mal, wer das war. Eigentlich war in der Truhe das ganze Einhorn drin, aber Kirby dachte sich so, ne. Ich will nur das Horn. Oh Gott. Boah. Das wird übel. 4 verdammte Schätze. Du stirbst gleich. Und an der Wand sind komische Malereien. Den brauche ich. Den darfst du nicht töten. Okay. Also den darfst du töten, aber nicht so, dass er runterfällt. Pass auf das Ding unten auf. Ich leg ihn ab. Schlitz. Das war cool. Ja, aber jetzt will ich den haben. Du! Geil. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie wir das da oben runterkriegen. Moment. Ich glaub so. Yay! Es ist Herbstzeit. Was passieren denn die dummen Herzen? Aha, wir entfernen uns nochmal weiter. Na toll. Wo geht's hier unten lang? In den Tod. Ach so. Das ist quasi, wenn man das auslöst, dann fällt die Truhe runter und bla. So, du musst mich jetzt beschützen, weil ich darf nicht sterben und ich brauche den Hammer. Oh, das hast du ja ganz fein ausgedacht. Ich könnte auch dir den Hammer geben und du, weil... Ja, okay, hier, nimm den Hammer und überlebe. Yeah! Das ist sicherer. Zerstören! Willst du den Hammer wieder haben? Nee, behalte ihn ruhig. Du darfst nur nicht tot gehen. Ja, bist du wieder mehr Energie als ich dann. Weil wir brauchen ihn auf jeden Fall, wir müssen ihn quasi sicher aufbewahren. Boah, Schnappi! Ah, warte mal, ich brauch Jojo. Stup! Komm jetzt. Geil. So, Achtung. Yeah. Oh, Essen. Oh! Ich komme durch die Stacheln dadurch. Das verrate ich dir, mein Sohn. Oder auch nicht. Aber mit dem Ding, da fahren wir doch genau durch. Kirby ist jetzt quasi unsterblich. Reisschüssel. Mit einem Riss sogar drin. Frag mich, warum. Na egal. Guck mal, das Beste jetzt daran. Ich steck fest. Ich bin zu fett. Ich gehe dann mal. Ach, verdammt. Du kannst den Trick mittlerweile. Ich dachte, ich könnte dich reinlegen. Na, Schnappi. Bam.
Schnappi hat aber irgendwie seinen Körper verloren. Er ist nur noch ein Kopf. Konnte jetzt auf keinen Fall sterben. Achtung, auf diesen Boden aufpassen. Das war vielleicht nicht. Warte, beam dich zu mir. Bist du? Geil. Ja, cool. Susu? Kannst du es von hier aus auslösen? Schade. Da unten müssen wir, glaube ich, auch aufpassen. Bleib einfach. Ist meine... Wow. Oh, verdammt, ich muss die in Sicherheit bringen. Tut's cool, tut's Maske. The Tempter Moon. Siehst du, das ist nicht nur Videospiele. Ich rette dich. Das ist auch educational. Was? Duke Nukem? Also... Was? Duke Nukem? Oder was hast du gerade gesagt? Nein, das ist, wie heißt denn dieses englische Wort? Educational oder so. Lernen, so ein Lernspiel. Siehst du? Kirby bringt voll bei. Nintendo generell, voll gut. So. Da gingst du noch voll weiter. Ja, aber wir müssen, ich will das mit dem Hammer erledigt haben, weil dann können wir den auch ruhig wieder verlieren, glaube ich jedenfalls. Wir müssen aber erstmal, also es gibt zwei Stellen, wo wir den Hammer brauchen, aber ich bin gerade unsicher. Er ist unsicher. Unsicher? Da brauchen wir den Hammer. Siehst du? Juhu! Du hast uns gerettet! Oh, was ist das? Oh, altmodische Fahrstühle. Nein! Oh! Die Fresse! Guck mal. Geh mal nach rechts jetzt die ganze Zeit und nach links. Was? Was zum? Du Kirby, sag mal, was willst du rauchen? Kirby denkt sich nur. Das, ah, warte. Nicht den Hammer weglegen. Sehr gut. Du bist wieder errötet. Ich bin quasi peinlich berührt. So, geht schon. Oh, nee. Oder? Warte. Nee, ich glaube, wir müssen erst oben lang. Sorry. Wow! Epic. Ich hab keine Angst vor euch. Ihr Säcke! Ich renn einfach voraus. Wir rennen einfach voraus. Oh Gott. Trefft gar nicht, wa? Wie ich einfach die falsche Taste drücke. Feuerkugel! Episch. Ja, ich will den Schatz! Ich will den Schatz! Nein! Oh. Ja, was das wohl ist. Schildkrötenpanzer. Von wem vor allen Dingen bloß, ne? Ah, guck mal, ich schätze. Ja. Wir sind wieder in dem Bereich, wo wir zuerst hingehen sollen. Wir füllen die Lücken. Lückenfüller. Verdammter Lückenfüller. Ich wollte noch nie ein Lückenfüller sein. Hier geht's lang. Ja, und jetzt kommt das Dumme. Ich kann nicht springen. Ja, jetzt brauche ich dich. Oder warte mal, was ist denn, wenn wir hier nach links gehen? Mich einfach ersaufen lässt. Ach, jetzt kommt die Scheiße. Okay, ich glaube, das wird schwer. Wir dürfen nicht nach unten fallen. Ah. Oh, ich hab den Hammer verloren. Scheiße. Boah, cool, wo wir ja schier. Ich glaube, wir brauchen den Hammer nicht mehr. Meinst du nicht, wir brauchen zwei Stellen? Ja, aber wir brauchen den erst später nochmal. Das heißt, ich kann jetzt... Nein, aber wir brauchen Feuer. Aber warte, Feuer ist hier direkt wieder, oder? Renn schnell rein, renn ins Feuer. Yeah! Geil. Für die geile Mecke hier. Da will ich auch nochmal ein. Guck mal, er ist wie du. Nur rot. Stu. Er ist ein Versager. Ah, guck mal. Schön. Ja. Langsam, aber sicher. Holen wir alles wieder auf. So, ich bewege jetzt nur so vorwärts. Oh, nochmal. Was? Feuerkugel! Ju, zu der Flammenfeuerkugel. Achtung jetzt, ich rette dich. Boah. Was zum... Oh nein. Was? Cool! Nein! Oh. Komm, wir finden schon die ganzen anderen Schätze wieder. Ja, was wir jetzt machen dürfen? Den Hammer nochmal holen. Wieso ist dir die letzte Stelle wieder eingefallen? Nein, weil da links, rechts, da wo wir gerade gestorben sind, müssen wir nochmal hin. Und da kommen wir nur mit dem Hammer hin. Ach so, ja, verdammt. Ja. Warum muss ich sterben? Warum? Ich weiß nicht.
oh Gott, das war doch hier, oder? Sind wir richtig? Ja, waren wir auf jeden Fall schon mal, ja. Hm. Wo bist du? Ach, da. Alter, ich kann voll... Boah, hast du gerade auch so ein Piepen gehört? Ja, ich glaube, das war, weil einer gestorben ist. Hm, okay. Und dieser Spiegeltyp, genau. Einfach schnell hier durch. Ich will jetzt ganz schnell wieder den Hammer und wieder zurück. Ah, den kriegen wir hier. Sehr gut. Also nimmst du den? Soll ich den nehmen? Ja. Warst du das? Ich weiß nicht. Das müssen wir uns in der Nahaufnahme nochmal angucken. Ich schieb die Schuld jetzt einfach auf dich. Wieso machst du sowas? Ey, war ich das, Alter? Scheiße, Mann. Glaubst du mir jetzt, warum wir so lange noch hier brauchen werden? Wenn wir immer wieder bis zum Ausgang rausgeschmissen werden, ist das doof. Na, Vollcode. Und soll ich dir was sagen? Wir sind hier noch lange nicht fertig. Also, ich will den Typen hier haben. Oh, verdammt. Also hier im Sinne von, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ich verliere vollkommen die Fassung, weil ich gerade so angepisst bin von dem scheiß Hammertypen. Es ist schon spät in der Nacht. Siehst du, deswegen. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du musst mir helfen, mich zu unterstützen, seelisch. Okay. Okay, warte, ganz vorsichtig. Lass mich ihn einfach mal angreifen. Shit! Okay, nimmst du ihn? Vernichte dich schon mal. Lass dich schon mal explodieren. Zack. Perfekt. Okay, bin wieder Bonkers. Zurück. Bonkers, Bonkers. Klingt wie so ein Pokémon. Bonkers, Bonkers. Mein Bonkers ist schon auf Level 86. Boah. Autsch. Kann ich aber auch gar nichts. Wieso bin ich immer getroffen? Scheiße. Da wollte ich epische Sachen machen und... verkackt's. Allein durch diesen Raum bin ich jetzt wieder voll geschwächt worden. Ja, Schnitzel. Das war ein Hühnchen. Egal, da kann man auch Schnitzel draus machen. Mit Zwiebeln. Ja, das war ein Pfirsich, ich weiß. Hier, Hühnchen. Wow. Und schon wieder voll, siehst du? Kein Grund zur Panik. Gut. Dass ich hier immer feststecke, weil ich so fett bin. So. Was war meine Prognose? Das heißt, nach diesem Part noch 3 Parts für die Schatzsuche, ne? Hab ich gesagt, oder? Ja. Oh, oh. Ob wir das schaffen? Ich bin sehr gespannt. Ich kenne das Spiel nicht und ich habe Angst. So. Endlich. Okay, du kannst den Hammer direkt wieder wegwerfen jetzt. Und dir einen Feuertypen nehmen, gleich, wenn es soweit ist. Das ist ein großes Ziel. Jetzt wieder... Wie machst du das immer? Ja, ich bin halt cool. Hier yeah. Rutscht. Yeah. Weißt du, wie er aussieht? Eigentlich ein bisschen. Wie einer von den... wie einer von den Panzerknackern. Genau. Yeah, Panzerknacker. Yeah. Yeah. Warte, lass mal einen Tanz machen. Yeah. 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 Da hätte auch wieder Disco. Das sind die Disco-Kings hier, die beiden. Bonkers und Kirby. Kennst du das Duo nicht, das berühmte? Okay. Bam. So, geile Mecke. Geil, jetzt spring ich dir auf den Kopf. Du okay. Bleibst Sichtman? Ja, diesmal. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall auch noch, das weiß ich noch. Wow. Bam. Wow, wir bringen das Spiel zum Abstürzen. Ich räche mich. Ja, oder auch nicht. So, eine Truhe haben wir schon gehabt. So. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Weil du kannst auf magische Art und Weise... Ich weiß gar nicht, wie man das ohne Helfer machen soll. Du kannst das Ding bedienen. Ich kann da was da Feuer machen. Ja. Nein, warte auf mich! Nein! Voll gestorben. Wow. Ich hab dich mitgenommen. Da lag ein Hummer. Das Sword. Einfach nur Sword. Wir haben 2 Schwerter schon jetzt. Ein Katana ähnliches und... Ah, guck mal, es fehlt nur noch ein Schatz an der Seite da. Ja. Hm. Wir haben schon über die Hälfte der Schätze, Mann. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Nach diesem Part noch 3. Aber glaube ich meine Prognose. Wo sind wir hier eigentlich?
Ach, in so einer Burg drin, ja, okay. So einem, irgend so einem Aztekenlabor. Und weißt du, was wir dringend mal machen sollten? Was denn? Unseren Fortschritt da unten in diesem Safe Point abspeichern. Weil, wenn wir Game Over gehen, müssen wir alle Schätze normal sammeln. Wirklich? Mhm. Außer wir speichern halt ab. Ich kann nicht springen! So Leute, ich merke gerade auf die Uhr, wir müssen den Part beenden. Das war's für heute, bis dann. Tschüss!